Ja, eigentlich gegen Fisch nicht Sonnenbrand. Sonnenbrand ist ja etwas, das durch die ultraviolette Strahlung verursacht wird bei uns, wenn wir zu lang in der Sonne sind oder vielleicht keine Sonnencreme verwendet haben. Und das gibt quasi Verletzungen in der Haut drin, einerseits durch die UV-Strahlung, manchmal aber auch ein bisschen überlagert mit der Hitze, die entsteht in der Haut drin. Und das ist etwas, wo Fisch selten in die Lage kommen, dass sie direkt am UV, dem ultravioletten Licht ausgesetzt sind, weil das UV-Licht nicht sehr tief ins Wasser reingeht. Also wir reden von ein paar Zentimeter bis maximal einen halben Meter, wo das eindringt ins Wasser, und Fische sind in der Regel eher tiefer anzutreffen. Es gibt aber einzelne Beschreibungen, wo Fische tatsächlich etwas gehabt haben, wenn ein Sonnenschaden, also vermutlich wenn ein Sonnenbrand. Das ist von Forellen berichtet worden, die sich im seichten Wasser zu lange an der Oberfläche aufgehalten haben und dann so Verletzungen davon getragen haben auf ihrer Oberseite. Es gibt es also, aber es ist relativ selten.